So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge waren wir bei der Feste Grimmacht und haben dort ja erfahren müssen, dass anscheinend die Mähne verdorben worden ist. Und die erste Mähne ist vor uns erschienen und hat uns ihren Segen gegeben. Und dann haben wir natürlich die Feste Grimmacht wieder geweiht. Oder zumindest jetzt die Dromata vertrieben, sodass sie nicht mehr sesshaft dort werden können. Und wurden dann ein bisschen schief angeguckt, denn wir wurden irgendwie als Mondgeweihte bezeichnet. Und wir müssen eigentlich uns die Beschädigung holen bei der Mondscheinlichtung. Aber bevor wir das machen, werden wir uns hier in Senalana austoben. Und da haben wir schon den Centauri Buri. Dunkle Monde, was für ein Desaster. Ja, dunkle Monde, das ist immer ein Desaster hier. Oh Gott, ist ja wirklich ein Desaster. Naja, aber zum Glück sind wir hier und können eventuell helfen oder hoffentlich helfen. Wohlan, Reisende. Freut mich, euch zu treffen. Razumdar sagte, dass jemand mit eurem Aussehen hier auftauchen würde. Was? Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Wie ist die Lage? Die Kulovianer haben diese Streitmacht von ihren Kohorten in Arentia abgesondert. Sie sind zu dieser Ruine vorgerückt. Einen Ort, den die Alten Senalana nannten. Zum Glück hatten wir Speer in den ganzen nördlichen Wäldern und konnten daher sofort darauf reagieren. Warum sind Sie hier? Wir sind uns immer noch nicht sicher. Ich habe 3 unserer besten Männer losgeschickt, aber sie haben sich nicht zurückgemeldet. Falls ihr hier etwas beitragen wollt, dann sucht nach ihnen. Panamar, Antiel und meine Vetterin Julura. Sie sollten euch mehr erzählen können. Ich werde sie finden. Mögen helle Monde euren Pfad erleuchten, Reisende. Haltet auch nach Ra's Ausschau. Zweifellos hat er auch ein paar wertvolle Informationen erhalten. Warum ist Rasum da hier draußen? Ich weiß es nicht. Aber wenn die Gerüchte wahr sind, die ich über ihn gehört habe, dann muss es etwas Wichtiges sein. Die Königin würde keinen ihrer besten Agenten ins Feld schicken, wenn nicht die ganze Allianz bedroht wäre. Ich spreche tamrilisch wie eine kaiserliche Centurio. Ja, Buris Mutter wäre sehr enttäuscht. Hört mal, ich bin schon zu lange Soldatin, um mich noch darum zu scheren, wie ich spreche. Wenn ihr den richtigen Singsang in der Stimme hören wollt, dann wendet euch an die Mondpriester. Alles klar, wie läuft die Schlacht? Es ist Krieg. Wie kann man da überhaupt entscheiden, ob eine Schlacht gut oder schlecht läuft? Hier und heute werden wir Truppen verlieren, um diese alte Ruine zu halten. Warum? Weil mein Befehlshaber es mir so aufgetragen hat, als ob es die Uralten scheren würde, was wir hier und heute treiben. Die Uralten? Jawohl, die Uralten, die Aileiden. Ihre Ruinen findet man in ganz Valenwald bis hinunter zur Küste. Was dieser Ort auch sein mag, er muss einmal etwas Besonderes gewesen sein. Im eigentlichen Elsweyr stehen kaum noch solche Ruinen. Was habt ihr da gerade über Arentia gesagt, auch wenn Arentia gar nicht genannt wurde? Eine Stadt im Osten. Sie gehörte mal den Kolovianern, doch sie sind schon vor Jahren abgezogen. Meine Leute und die Waldelfen haben sie übernommen. Wer auch immer dieser General ist, Lavinia, glaube ich, sie war begierig darauf, sofort alten kolovianischen Boden wieder einzunehmen. Haben sie euch schon woanders angegriffen? Ich habe Nachricht von den Spähern erhalten, dass sie auch auf dem Weg zur Feste Grimwacht im Westen waren. Wir mussten sie passieren lassen. Und ich glaube, dass einer ihrer Kohorten nach Süden zu den Dämmerranken zog. Ich wünsche denen dort unten alles Glück der Monde. Diese Bosmer sind verrückt. In der Tat. Wie läuft die Schlacht? Ihr wollt gar nicht hier sein. Das habe ich nie gesagt. Ich bin ein Centurio im Regiment der Königin. Ich trage den Adler mit Stolz und Freude. Ich wollte damit nur sagen, dass die Männer und Frauen unter meinem Befehl heute sterben werden, um eine Ruine zu halten. Nicht zum Ruhm des Dominions, sondern nur für eine Ruine. Ja. Okay, gut, dann wollen wir uns mal hier mit den 3 Vermissten unterhalten, beziehungsweise die eventuell auch retten. Lebt er noch? Ja, ein bisschen. Ah, endlich. Soldat, ich werde nicht viel länger bei Bewusstsein sein. Ihr müsst den Centurio verständigen. Was habt ihr entdeckt? Was die Kolovianer suchen. Warum sie hier sind. Ja, warum sind sie denn hier? Ein Artefakt. Die Uralten nutzten diese Ruine als eine Art Gewölbe.
Sie wollten etwas verstecken. Für immer. Was für ein Artefakt? Ich weiß es nicht. Aber der Agent der Königin, er weiß es. Rasum Dahr. Oh. Was auch immer da unten ist, es ist eine Bedrohung für die gesamte Allianz. Bleibt ruhig, Soldat. Hilfe ist unterwegs. Hoffe ich. Zumindest, dass sie unterwegs ist. So, Anathiel. Kopf runter und still. Der Centurio hat euch geschickt, nicht wahr? Ja, sie hat mich geschickt, um zu erfahren, was ihr entdeckt habt. Ich habe es geschafft, das eine oder andere herauszufinden. Habt ihr welche von den anderen Speeren gesehen? Speer Panama sagte, die Ruine hier wäre eine Art Gewölbe. Er ist zu groß für echte Feldarbeit, aber er ist trotzdem ein guter Soldat. Ich habe mit Rasum Dahr gesprochen. Er hat Truppen hinunter in die Ruine geführt. Aber die Koluvianer, diese Bastarde, sie haben den Haupteingang zum Einsturz gebracht und einen Schutzzauber auf der Rückseite aktiviert. Was haben die denn alle mit ihren Schutzzaubern immer? Wie kann ich hineinkommen? Die Koluvianer sind zu dumm, um einen so sicheren Schutzzauber zu erschaffen. Das muss eine Verteidigungsmaßnahme der Uralten sein. Sie müssen sie ausgelöst haben, als sie diese Welkünsteine gestohlen haben. Findet die Steine. Bringt sie zum Eingang zurück und ihr solltet hineinkommen können. Vielen Dank, Soldatin. Gute Arbeit. Kann ich hier nicht jetzt schon parallel mit sammeln? Ich möchte nicht noch einmal dann durch die ganze Ruine stapfen, nur um diese doofen Welkünsteine zu finden. Diese Koluvianer waren wie Unkraut vor der Sense. Der Centurio hat mich losgeschickt, um euren Bericht in Empfang zu nehmen. Juludadaro hat nur ein kleines Stück des Rätsels, Reisende. Habt ihr einige ihrer Gefährten gefunden? Ja, ich muss einige Welkünsteine finden, um die Tür zu öffnen, auf der ein Schutzzauber liegt. Ah, gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Dann verrät euch Juludadaro nur allzu gerne, wo die Steine sind. Sie hat es geschafft, es aus einem dieser Hunde herauszuprügeln. Sie haben sie in zwei Kisten in ihrem Lager versteckt. Sie haben ihre mächtigsten Magier abgestellt, um sie zu bewachen. Was tue ich, wenn ich sie habe? Rasum Dahr, findet den Agenten der Königin und helft ihm, dieses Artefakt zu bergen. So sehr Juludadaro die Zeit im Feld auch genießt, wir müssen diese Schlacht schnell beenden. Viel Glück, Soldatin. Vielen Dank. Gut, dann wollen wir uns mal an die Arbeit machen. Vielleicht haben die ja Glück und die werden gar nicht bewacht. So, Nummer 1. Achso, oh Gott, Entschuldigung. Ich dachte, ihr werdet ein Feind. Erschreckt mich doch bitte nicht so. Ich bin empfindlich. Halt mich! Halt mich! Nein! Ach so! Das ist ja... ein Gegner. Also, ein großer Gegner. So. Lass mich bloß in Ruhe. So, hier einmal rein. Da hat sie immer nicht geschafft. Senalana. Als die Senalana-Alliiden vor dem Sklavenaufstand flohen, der die Menschen zu den Herren von Syrodir machten, flohen sie nicht weit, nur etwa eine Meile nach Walenwald hinein. Sie gingen davon aus, dass der Rachedurst ihrer früheren Sklaven nur bis zur Grenze halten würde. Da täuschten sie sich. Also gibt es nur verschiedene Alliiden. Oder ist es das Volk? Also der Volkname, also der Clanname, so rum. Oder war es der Clanname? Ihr habt es geschafft. Hier hinunter. Nur um zu sterben. Altmerische Hündin. Was meint ihr? Die Fallenhündin. Ihr kommt niemals an den Fallen vorbei. Die Alten verstanden sich zu gut auf ihr Handwerk. Ihr kommt niemals an das Diadem heran. Ja, kein Problem.
Warum seid ihr und eure Leute hierher gekommen? Wir sind wegen des Diadems gekommen. General Lavinia hat große Pläne. Arentia ist nur der Anfang. Mit dem Diadem werden wir das Dominion auseinandernehmen. Stück für Stück. Ach, das will ich sehen. Da bin ich gern euer erster Zuschauer dabei. Diadem, ist das das Relikt, das sie hier unten versteckt haben? Warum sollte ich euch das nicht verraten? Es gibt nichts. Nichts, mit dem ihr uns aufhalten könnt. Die Aileiden haben hier unten viele Dinge versteckt. Aber wir kamen wegen des Diadems. Das große Diadem der elfischen Herrschaft. Was kann man damit machen? Wer das Diadem trägt, der gebietet über alle Elfen. Jeder mehr, jeder Nachkomme von altmerischem Blut muss sich dem Träger beugen. Wir werden es zu Lavinia bringen. Sie wird über die ganze Welt herrschen. Ich glaube nicht. Warum sollten die Aileiden so ein Ding erschaffen? Ich weiß es nicht. Und es ist mir auch gleich. Sobald dieses Diadem das Haupt des Generals schmückt, wird selbst eure teure Eiren nur eines von vielen Elfenweibern sein, die vor Lavinia im Staub kriechen. Ist eigentlich schon echt schade, dass ihr nicht mitbekommt, wie ich einfach euren Plan zerstören werde. Sagt es mir sofort, habt ihr einen Kashiti unten gesehen? Den Agenten der Königin, meint ihr wohl. Das Auge der Königin. Ja, er ist hier unten. Wir haben ihn umzingelt. Er sitzt fest. Er wird diese Ruinen niemals lebend verlassen. Wenn der Königin die Pfote abgeschlagen wurde, gehe ich in dem Wissen nach Aetherius, dass mein Tod sich gelohnt hat. Ja, aber euer Tod wird sich nicht lohnen. So, was kann man damit machen? Sondern ich hätte, dann lasse ich euch einfach wohl hier zurück zum Sterben. Schade. Schade Schokolade. Wollen wir mal gucken. Durchqueren wir mal den zweiten Gang. Ja, was nehmen wir denn jetzt hier eher? Upsi, dupsi. Ja, aber ist da jetzt nichts Weltbewegendes? Sind das Kolumbianer oder sind das meine Leute? Wer seid ihr? Ehre. Ras. Freut mich, eine Freundin an solch einem dunklen Ort zu treffen. Wie ist die Lage, Ras? Wir sitzen hier fest, meine Freundin. Wir halten die Tür gegen die Kolovianer, aber das ist auch schon die einzige gute Nachricht, die Ras für euch hat. Hinter uns ist die Ruine eingestürzt. Wir können euch nicht erreichen und ihr könnt uns nicht erreichen. Gibt es denn keinen Weg, euch dort rauszuholen? Ras und seine Männer wussten um die Gefahr, als sie hier herunterkamen. Wir beide haben schon in der Vergangenheit für die Königin gearbeitet, ja? Ras muss darauf vertrauen, dass ihr das tut, was wir nicht tun können. Ihr müsst den Schrein hinter euch öffnen und das Diadem vernichten. Warum ist das alles so wichtig? Ist dieses Ding so gefährlich? Wir können das nicht riskieren, meine Freundin. Die Geschichten über das Diadem machen es zu einer klaren Bedrohung für die Königin und das gesamte Dominion. Es muss vernichtet werden, selbst wenn es Ras das Leben kostet. Warum sollte es euch töten, wenn das Diadem vernichtet wird? Die Verteidigungsanlagen in der Ruine werden es euch erlauben, das Diadem zu vernichten. Doch mein Magier sagt, dass es die ganze Anlage zum Einsturz bringen wird, wenn man sich Zugang zum Diadem verschafft. Dadurch würden wir hier aller Wahrscheinlichkeit nach verschüttet. Wie komme ich an das Diadem heran? Ihr müsst die Auslöser in der richtigen Reihenfolge drücken. Wir haben Runen entlang dieses Korridors gefunden. Laut ihnen müssen 4 Auslöser in der richtigen Reihenfolge gedrückt werden. Drückt zuerst den ganz linken und dann den ganz rechten. Die anderen rechts, beiden konnten wir nicht finden. Ich werde mir das schon zusammenreimen. Ras denkt, er sollte sich verabschieden. Keine Sorge, meine Freundin. Dieser wird euch seinen Tod nicht vorhalten. Warum müsst ihr sterben? Nun, in Wahrheit ist es eure Entscheidung. Ihr könntet das Diadem nehmen und uns aus diesem Raum befreien. Die Rune an der Wand neben euch, der Turm. Mit ihr sollte man die Verteidigungsanlagen aktivieren
und unser kolovianisches Problem beseitigen können. Also könnte ich mir doch auch das Diadem nehmen und es zur sicheren Verwahrung an euch übergeben. Nein, das Diadem ist ein Gräuel. Es muss zerschlagen werden, ganz und gar vernichtet. Rasundas Pflicht hier ist eindeutig. Das Diadem darf dieses Gewölbe nicht verlassen. Ist es wirklich euer Leben wert? Rasumdar ist der Erste unter den Augen der Königin. Er hat sein Leben dem Dienst an Eiren Arana Altmeri verschrieben. Im Dienste ihrer Majestät sterben zu dürfen, ist alles, worum er jeden Morgen betet. Nun, vielleicht nicht gerade betet. Ich wollte schon sagen, warum vertraut ihr mir diese Aufgabe an? Ihr seid Rasumdars Freundin, seine Kameradin bei den Augen der Königin. Eine treue Seele. Ras weiß, dass ihr eine schwere Entscheidung fällen müsst. Ihr werdet tun, was getan werden muss. Kann ich nicht einfach das Diadem nehmen und irgendwas Schreckliches damit anstellen? Ha! Ras vertraut darauf, dass ihr so etwas nicht tut. Noch dazu sind es zwei verschiedene Dinge, das Diadem überhaupt zu besitzen und es dann auch noch zu benutzen. Ohne die richtigen Zauberformeln ist das Diadem nutzlos. Zauberformeln, die Ras zusammen mit Senalana vernichtet sehen möchte. Okay, cool, dann können wir es natürlich jetzt was erst links. Rechts. Keine Ahnung, machen wir ja nochmal den rechten. Okay. Links. Rechts. Aber es ist schon ein bisschen wie doof, dass sie das. Na, also man hatte nur zwei Verteidigungsmechanismen gehabt, ne? Das große Diadem der elfischen Herrschaft. Jetzt zerstört die Krone. Werft sie in den Schmelzofen. Verbrennt diese Abscheulichkeit. Jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand, meine Freundin. Es war eine Ehre, mit euch zu dienen. Die Entscheidung liegt bei mir? Sonst ist niemand hier. Ja, wenn ihr die Turmrune berührt, dann bleibe ich am Leben. Wenn ihr das Diadem in den Schmelzofen legt, dann sterbe ich. Ihr müsst entscheiden. Können wir uns einen Augenblick unterhalten, Ras? Ich brauche einen Moment zum Nachdenken. Natürlich, meine Freundin. Wir können die Tür noch ein paar Minuten länger halten. Worüber möchtet ihr denn sprechen? Unsere Zeit in Auridon. Das war so eine schöne Schlacht. Natürlich. Über welches tollkühne Abenteuer auf den Sommersendinseln sprecht ihr? Die Mission in Himmelswacht. Die Sippenhochfürsten und ihr kleiner Aufstand. Natürlich. Ras konnte sich als elfischer Adliger verkleiden. Dieser hat eine lange Unterhaltung mit einer der Edeldamen auf Estres Fire. Sie hat sich die ganze Zeit über die stinkenden Khajiit beschwert. Ja, unsere Mission in Matisen. Ja, das kleine Städtchen mit der Schmiede. Ras war gerade dort angekommen, um einen Bericht von Fistale zu erhalten. Nur eine Routineüberprüfung. Und dann sind wir auf dieses Vipernest gestoßen. Ha! Wie tapfer diese Rassisten doch waren, eine junge Frau zu ermorden. Das stimmt. Und diese Angelegenheit in Vulkelwacht. Der Tag, an dem ihr euch ihrer Majestät bewiesen habt. Sie hat mit Ras oft über diesen Tag gesprochen und eure Tapferkeit gelobt. Es ist eine Schande, dass dieser nie die Gelegenheit haben wird, euch die Geschichte mit dem Bären zu erzählen. Ja, das ist wirklich sehr tragisch. Die Arbeit, die wir in Kunschatten erledigt haben, das war sehr interessant. Wie könnte ich das vergessen? Über welche von Rasumdars vielen Missionen im Reich des Wildkönigs sprecht ihr? Wie kann ich denn jemals Hector Him vergessen? Ah, dieser armselige Prinz. Allein der Gedanke, dass ihre Majestät vom selben Blute ist. An den Tag, an dem wir ihm den Garaus machten, erinnert sich Ras noch sehr gut. Dieser war immer stolz, an eurer Seite zu kämpfen. Waldheim war auch schon ein ziemliches Abenteuer, oder? Der Verrat, ja? Und noch so eine Verkleidung. Ras hat Tage gebraucht, um ihre Majestät davon zu überzeugen, in ihre Rolle schlüpfen zu dürfen. Und bis ich ihre Stimme nachahmen konnte. Auch das hat Tage gedauert. Ah, manchmal hatte dieser wirklich viel Freude an seiner Arbeit. Und ich dachte an Meeresort. Elidil der Maorma und die Meeresschlange, ja? Ha! Dieser wünschte, er wäre bei dieser Sause dabei gewesen. So läuft es immer. Die Augen müssen tun, was getan werden muss. Sie können sich eben nicht aussuchen, ob und wie sie Spaß haben. Das stimmt. So. Wenn ich das Diadem im Schmelz...
Aber kann ich nicht der Turmruhe einfach die Kraft entziehen? Kann ich nicht einfach, also den Zauber, der auf das Diadem liegt, nicht entziehen und das dann einfach so als erstes Wort tragen? Warum? So. Ach nee, ich muss der Turmruhe die Kraft entziehen. Schmelzofen. Ich sag mal so. Ich kann ja mal kurz spoilern. Ich habe natürlich immer die Turmruhe, ne, genommen, weil ich konnte einfach rasend nicht sterben sehen. Einfach mit dem Gewissen so leben, dass er sterben sollte. Aber da ich ja schon einige Durchläufe habe, habe ich mir gedacht, okay, du nimmst einfach mal das, weil er kommt ja wieder irgendwann an einem bestimmten Punkt. Das heißt, er muss überleben, sodass er dort auftauchen kann. Sonst macht das ja keinen Sinn. Deswegen nehme ich hier den Schmelzofen. Natürlich würde ich mich mit meinem Herzen komplett für die Turmruhe entscheiden. Aber er möchte in erster Linie, dass das Diadem zerstört wird. Und wir möchten ihm diesen letzten Wunsch erfüllen. Aber wir werden ihn wiedersehen. Danke, meine Freundin. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Also schon echt gemein von dem Spiel, das zu suggerieren, dass er stirbt. Aber ich spoilere jetzt einfach mal ganz frech, ja. Kommt wieder. Und wo kann ich denn Magier einfach irgendwie so ein riesen Loch in irgend so eine Mauer reinzimmern? Und dann, oder hier oben und dann, na gut, da bricht vielleicht auch alles zusammen. Übrigens, euer Plan ist misslungen. Oh, ihr lebt noch. Schön, dass ihr das mitkriegt und jetzt werdet ihr begraben werden unter den Trümmern der Aliden-Ruine. Ja, aber wie gesagt, als ich mich wirklich entschieden hatte, dass er stirbt, das war wirklich... Ich hatte da wirklich ganz stark damit zu tun, aber als ich ihn dann wieder gesehen habe, war ich so... Ich hasse das Spiel. Ja, und alle, die es noch nicht gespielt haben, ihr wurdet gerade gespoilert. Herzlichen Glückwunsch. Aber... Hätten wir es nicht gemacht, hätten wir einen sehr wütenden Draht gehabt und das möchte ich nicht. Ich möchte kein wütendes Kätzchen haben, das mich immer anfaucht. Ihr seid zurückgekehrt. Was ist geschehen? Wo ist der Agent der Königin? Er ist tot. Er hat sich selbst geopfert, damit das Artefakt vernichtet werden konnte. Unglaublich. Razumdar ist tot. Ich hoffe, Buri hofft, dass die Monde für ihn strahlen. Wo immer er nun auch sein mag. Wenn er euch mit dieser Aufgabe betraut hat, muss er euch großen Respekt entgegengebracht haben. Euch einen guten Weg, Soldatin. Euch auch. Und dass ihr die Stellung haltet. Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns kurz vor der Mondscheinlichtung. Genau, und werden dort herausfinden, ob wir tatsächlich die Mondgeweihte sind oder ob es sich hierbei nur um einen Fehler handelt. Und dann werden wir mal gucken, ob wir dann gleich zu Arentia gehen oder ob wir hier erstmal einen kleinen Abstecher hier unten machen werden. Das werden wir alles in den nächsten Folgen herausfinden. Und ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.